Naja, er meint Dreilalis, ich hab volle Leben. Es sind tatsächlich nur vier Herzen, wie es aussieht. Na gut. Wunderbar. Und ich kriege Bonbons? Achso, noch ein Herz, ja toll. Ich hab schon genug. Jetzt wäre ein Leben nicht schlecht. Komm, gib mir Leben. Ja, noch eins? Ja! So einfach geht das. Ich glaube, ich sollte ins Casino gehen. Vielleicht gewinne ich euch die große Kohle, wobei... Er soll die nicht riskieren. Wenn ich da mal denke, wie schlecht ich mich bei Pokémon bei den Lotteriespielen, ich krieg noch ein Leben, oder bei Dragon Quest anstelle, dann sollte ich es lieber nicht probieren. Also so viel sei ich schon mal gesagt. Das war ein Leben! Ach scheiße, ich hätte noch mehr Geld haben müssen. Naja gut, wir sind beim Salat angekommen. Nach der Suppe kommt der Salat, das ist ein komplettes Menü, 5-Gänge-Menü, 6-Gänge-Menü. Aber Appetit? Was hat ein Appetit mit Essen zu tun? Nur ein Menü. Ach Leute. Nehmen wir es mal hin. Okay, wir sind jetzt in der Küche angekommen. Wo ist Essen zubereitet? Wie ein Spiegelei. Laufendes Spiegelei. Oh Gott. Was für Essenssachen habe ich jetzt eigentlich schon gesehen? Zwiebeln, Tomaten, Spiegelei, Würstchen, Karotten. Wir haben bald alles durch, oder? Ach du Scheiße. Ja, passt eigentlich das... Was soll, was habe ich denn jetzt? Ich kann Teller werfen. Ah, cool, ich habe eine Fernangriffswaffe. Also was ist doch praktisch. Mit werfenden Tellern ein paar Essenssachen kaputt machen. Dass das überhaupt in dem Spiel möglich ist oder überhaupt möglich ist. Wer hat sich sowas schon erträumen lassen? Taito hat es möglich gemacht. Wer schon immer mal gegen Essen kämpfen wollte, hat in diesem Spiel die Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob es in der heutigen Zeit überhaupt ein Spiel gibt, wo man überhaupt sowas machen kann. Mir fällt gerade so auf die Schnelle keins ein. Okay, hier muss ich wahrscheinlich auf diese Bläschen. Das sieht mir sehr gefährlich aus. Diese Brühe? Ah, sehr gefährlich. Ah, eine Tasse? Ich konnte so schnell gar nicht erkennen, was da drin war in dieser Tasse. Ach du Scheiße. Springen! Und schnell hier rüber, bevor ich in diese Brühe verbrutzel. Ich kann absolut nicht sehen, was da drin ist. Okay, hier muss ich hüpfen. Und dieser Hut sieht aus, als könnte es ein Leben sein. Ich meine, wenn dieser Hüte schon Leben geben, da komme ich noch nicht mal dran. Okay, ich glaube, ich habe es verbockt mit dem Leben. Ich sollte wohl... Ei! Aufpassen, dass ich mich schön grillen lasse. Ach du Scheiße. Auf diese Flamme habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich wollte eigentlich aufpassen, dass ich mich nochmal grillen lasse. Eigentlich wollte ich aufpassen, dass ich... Ach, keine Ahnung. Irgendwie da heile durchkomme oder so. Ja, ich habe auf jeden Fall wieder meinen stärkeren Kochlöffel. Man muss natürlich mal wieder hier auf dem Fahrstuhl warten. Nee, viel besser auf dem... Ja, Topfdeckel. Der uns mal hoch transportieren kann. Aber ich kann absolut nicht erkennen, was unter der Tasse sein soll. Bestimmt irgendeine Flüssigkeit wie Kakao oder sowas. Wobei Kakao zum Mittagessen? Na, eher weniger wahrscheinlich. Nee, Kaffee auch nicht. Was trinkt man zum Mittagessen normalerweise? Da müsste ich mal die Entwickler fragen. Toaster mit Toast. Oh Gott. Eigentlich mag ich ja Toast, aber wenn es mich hier angreift, dann habe ich da irgendwie totale... Ja, da komme ich gar nicht hoch. An diese Leiter. Ja, sozusagen bleibt der Alternativweg weg, wahrscheinlich. Oder ist es wieder so eine ähnliche Bonusrunde wie dieses Fische fischen? Aber es gibt hier nur Fische fischen. Oder fang den Fisch, wie es hier heißt. Naja, von daher, nehmen wir es mal so hin. Oh, nein, nicht noch mehr Toast. Toast, oh, zu viel Toast. Ah, was? Die verfolgen mich hier schon. Okay, ich habe wenigstens etwas Leben gekriegt. Ah, die Toast kommen auch noch runter? Wie soll man da denn heile durchkommen? Ohne irgendwie Schaden zu erleiden. Das muss man ja mit Schaden hier überstehen. Egal, ich bin durch. Soweit. Und wir können hier durchschreiten. Und es ist noch nicht vorbei. Irgendwie, wenn ich durch diese Tür gehe, muss ich sehr stark an Castlevania denken. Weil es ja auch bei Castlevania so aussieht, wenn man durch eine Tür geht. Ich glaube, da hat Taito sich was abgeguckt. Kann das sein? Ach so, die leben ja. Scheiße, ich habe diese Toaster jetzt gar nicht bemerkt irgendwie. Okay. Und... Das war's mal wieder. Vom Toaster umgebracht. Auch nicht schlecht. Ja, morgen Schlagzeile in der Zeitung. DJKA wird von Toaster umgebracht. Das wäre ja echt mal was Drolliges. Also, wenn ich morgens wirklich mal einen Toast in den Toaster schmeiße, dann sieht das auf jeden Fall nicht so aus. Und ich lasse mich von meinem Toast bestimmt nicht umbringen. Das wär's ja noch. Und? Okay, es ist ein Leben, dieser Hut. Wunderbar, hier kriegt man echt einiges geschenkt. Also, wenn ihr mich fragt, das Spiel hat wirklich einen ziemlich leichten Schwierigkeitsgrad. Ist wahrscheinlich für dich die jüngere Zielgruppe zu der Zeit noch gedacht. Weil, ja, normalerweise kennt man die NES-Spiele ja mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, vor allem wenn sie wenig Level haben. Und dieses, habe ich gelesen, soll ja nur gerade mal 6 Level haben. Deswegen haben wir schon die Hälfte ja hinter uns.
Okay, unser nächster Boss, das ist, eine Reisbude? Nee, Quatsch, scheiße, wie nennen sich diese Dinger nochmal? Wokpfanne, genau. Okay, die schießt aber ach du Scheiße, die schießt alles auf uns. Die ist sehr aggressiv und... Ich wurde von Schrimp besiegt, oder was war das? Ah, oh, klasse. Noch mehr Schrimps, sehr viele Schrimps, oh Gott. Naja, wenn dieser Boss auch nicht so viel aushält, dann ist das ja noch einigermaßen in Ordnung. So, jetzt komm her. Jetzt muss ich die Gelegenheit nutzen und er ist wieder durch und schon besiegt. Einmal muss ich ein Leben lassen, um das Vieh zu besiegen. Okay, somit haben wir das auch schon wieder geschafft. Ja, die Hälfte des Spiels schon durch. Und kriegen eine Menge Bonuspunkte dadurch, dass ich gestorben bin. Naja, wer braucht schon die Zeit, hier hat man genug. Okay, ich habe eine neue Münze, diesmal für die Bonusrunde. Vielleicht gewinne ich ja noch irgendwas. Leben könnte ich eigentlich nur noch gebrauchen, na toll. Was soll ich mit Maximum Leben? Okay. Dann geben wir uns einfach damit zufrieden. Mehr kriegen wir nicht. Und wir sind beim Fisch. Beim Fisch. Ja. Die Reihenfolge muss ich nicht verstehen. Warum jetzt gerade Fisch? Okay. Gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Wir sind im Feld. Wahrscheinlich, wo das ganze Zeugs angebaut wird. Nein, hier ist Essen am Spieß. Und, Klappstühle. Alles greift mich hier an. Ich fühle mich hier voll verarscht. Ich gehe nie wieder in den Garten essen. Wenn das hier so heftig hier ausgeht, dann muss ich schon sagen, ist das ziemlich heftig. Oh Gott. Aber es hat wirklich schon an sich. So, hoch da. Das geht auch noch hier in die Höhe. Okay, jetzt nimmt die Logik, sehr merkwürdige Maßstäbe an. Da gibt's hier Teller. Die wollte ich haben. Denn mit dem Teller kann ich gut schmeißen. Aber erstmal muss ich da hinkommen. So, Vorsicht vor dem Essen. Und das Hütchen ist besiegt. Juhu, ich habe ja Teller. Ich kann ja Teller schmeißen. Heute Abend werden wir heiraten. Okay, das sieht böse aus. So, und nimm dies. Nimm. Ich will durch die Tür auf jeden Fall. Dann bin ich wenigstens schon mal da. Falls ich krepieren sollte. Was ist das denn? Eine Wolke, okay. Eine aggressive Wolke, auch eine, die ich nicht besiegen kann. Sehr tolle Aussichten. Okay, dann ignoriere ich die einfach. Ist wohl die beste Methode, hier einfach mal heile durchzukommen. Hier muss ich wirklich auf alles aufpassen. Sogar auf die Messer da unten, die mich wahrscheinlich töten können. Ei, hier ist ja alles gefährlich. Da komme ich nicht runter. Es gibt hier wieder Möhren. Die habe ich sogar schon ganz vermisst. Genauso wie die Hütchen, die laufenden Hütchen, wo ich ja vorhin auch schon eins wieder besiegen durfte. Und ich darf so mit Teller beschmeißen diesmal. Oder mit einem riesen Kochlöffel beschlagen. Je nachdem, wo ich gerade mehr Lust zu habe. Und ich smeiße bis der Kochlöffel, den ich benutze. Okay. So. Nun sind wir schon weiter und, es gibt wieder Essen am Spieß. Ich finde, die fliegen richtig heftig hier runter. Ich schlage mich bisher gerade richtig gut mit nur einem Herz. Das wundert mich. Normalerweise bin ich in solchen Fällen immer schlecht, wenn ich nur noch ein Herz habe. Naja, zumindest in Let's Plays läuft es diesbezüglich eigentlich dann immer schlecht aus, wobei ich normalerweise in solchen Fällen dann immer mehr aufpasse, als wenn ich jetzt sehr viele Herzen habe, wie jetzt gerade wieder. Jetzt habe ich nämlich wieder vier Stück, scheinbar habe ich irgendwo gerade Lolli eingesammelt, unbewusst, was ich jetzt wohl irgendwie bewusst nicht mitgekriegt habe oder so. Keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall irgendwie jetzt nicht, ja, mitgekriegt, dass ich scheiße, dass ich jetzt, ja, halt Lolli aufgesammelt haben muss. Sonst hätte ich ja keine vier Herzen gehabt. Sonst wäre ich jetzt so gut wie tot. Naja, ach, verdammtes Truthahn oder, ach, auf jeden Fall Hütchen, ist das, was laufen kann. Wo kann das Essen und Spieß her? Aus dem Nix und... Ach, Mist. Diesmal ist es das Huhn, was mich umgebracht hat. Ich sollte mir merken, von welchen Essenssachen ich besiegt werde, weil dann weiß ich auf jeden Fall, von welchen Essenssachen ich auf jeden Fall aufpassen muss, dass ich das nicht mehr esse, bevor es mich wirklich erschlägt oder so. Ich überlege gerade, wo bin ich hier? Bin ich wieder ganz am Anfang? Sieht irgendwie so aus. Obwohl, nee. Ganz der Anfang ist es nicht. Das ist wieder der Abschnitt, wo ich, ja... halt gestorben bin. Das sah jetzt irgendwie so gleich aus, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Und hier kommt kein Essen auf Spießer auf mich runter. So dass ich halt Zeit lassen kann, bis ich mich um dieses Huhn hier kümmere. Na also, wenigstens klappt's jetzt. Und ich habe noch nicht mein Herz dadurch verloren. Auch wenn ich dieses Bonbon hier einfach mitnehmen werde. Süßigkeiten sind zwar ungesund, aber den Koch wird das wohl auch nicht schaden. Schließlich bringt's ihm Leben. Okay, hier soll ich mal hochklettern. Hier gibt's bestimmt wieder ein Bonusspiel. Ja! Ist es wieder fucking Fisch? Nee, was anderes. Nimm das Ei. Okay, welches Ei? Ach du Scheiße, nein. Nein. Irgendwie muss ich jetzt gerade unfreiwillig, oh, die Bomben sehen gefährlich aus, unfreiwillig an WarioWare denken,
Weil da gibt es ja auch so ein Minispiel, wo man so ein Ei aufschlagen muss oder an das Game & Watch Spiel, Chef. Wo man halt auch mit Eiern und Essenssachen rumspielen muss, um die, aber die kann man hochsteuern. Und hier muss man einfach nur die Dinger auffangen. Ja, toll, eins ist schon runtergefallen, das konnte ich nicht fangen. So schnell wie die Hühner hier scheißen, ist das auch ziemlich, ja, viel zu schnell ist. Unmöglich hier teilweise. Jetzt, wenn wir hier eine Federung haben, womit wir unsere Hand, scheiß Lag, schön rumfedern können.